Der Immobilienmakler verspricht einen besonders hohen Preis und der Verkäufer glaubt einfach ungeprüft diese Zahl. Aber was steht tatsächlich dahinter? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Immolution Podcast. Mein Name ist Heinz Bosbach und in der heutigen Folge möchte ich darüber erzählen, was ist deine Dienstleistung? Weil, und das ist wirklich echt entscheidend, da draußen, ich muss es kurz einleiten, da draußen wird unheimlich viel versprochen, gerade in der Immobilienszene, gerade zum Beispiel im Online-Marketing. Ja, Leute, die unheimlich gut verkaufen können, auch im Coaching-Markt, alles supidupi, hört sich ganz, ganz klasse an. Aber ich erlebe es immer mehr und immer häufiger, dass gerade auch bei uns die Leute erzählen, ja, ich habe mal wieder schlechte Erfahrungen gemacht mit einer Online-Marketing-Agentur und die haben einfach nicht geliefert. Und das ist übrigens ein Bild, was uns tagtäglich in der Praxis im Leben immer wieder passiert. Ob beim Einkaufen, Kleidung, im Restaurant, beim Steuerberater, beim Arzt, beim Rechtsanwalt, überall werden ganz, ganz, ganz viele Sachen da draußen versprochen. Übrigens auch natürlich, und genau da geht es ja im Immolution-Podcast rum, bei Immobilienmaklern. Ja, das heißt, der Immobilienmakler verspricht einen besonders hohen Preis. Der Verkäufer sagt am Ende so Sätze wie, ja, bei dem Makler, der hat mir versprochen 780.000 Euro Kaufpreis oder 1,3 Millionen. Und der Verkäufer glaubt einfach ungeprüft diese Zahl. Also es wird versprochen, dass sich nur so die Balken biegen. Aber was steht tatsächlich dahinter? Was ist die Leistung dahinter? Was ist wertvoll? Was ist deine wertvolle Dienstleistung, dein wertvolles Endprodukt, was du draußen deinen Kunden wirklich tatsächlich lieferst? Und da will ich einfach mal anfangen damit, dass es letztendlich sogenannte Lieferstufen gibt. Und das muss man verstehen, das muss man nachvollziehen können, um überhaupt am Ende des Tages eine Dienstleistung abzuliefern, die auf Champions League Niveau ist. Also Kreisklasse oder Champions League. Genau darum geht es jetzt hier in diesem Podcast. Also lieferst du Standard, Durchschnitt oder lieferst du sogar mit Mängeln? Ich fange mal vorne an. Die Lieferstufe 1, die es letztendlich gibt, also auf der du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausliefern kannst, ist zum Beispiel gar nicht zu liefern. Also nehmen wir mal an, du bestellst dir in irgendeinem Shop etwas und du bekommst die Ware nie. Egal, ob das ein Armband ist oder eine Kette ist, aber du bekommst es einfach nicht. Ja? Das könnte man auch Betrug nennen. Das könnte man nennen Lieferung, wie das ein Dieb macht. Denn der Dieb nimmt dein Geld, aber er liefert dir nichts. Der klaut dir etwas, ja, auf gut Deutsch. Das ist auch eine Form von Lieferung. Ja, du kriegst was versprochen, aber du kriegst einfach nichts. So, das ist die eine. Jetzt kommt die zweite Stufe. Das ist nämlich die Stufe, wo es darum geht, Lieferungen mit Mängeln zu bekommen. In der Automobilbranche gab es Jahre, wo genau das passiert ist. Nämlich, es wurden Autos ausgeliefert, große Rückrufaktionen. Das heißt, das Auto wurde geliefert mit Mängeln. Also Lieferstufe 2, Lieferung mit Mängel. Dann die Lieferstufe 3. Das ist das, wie die meisten Unternehmen draußen liefern. Nämlich einfach so, wie es versprochen wurde. Ja, das heißt, du gehst in den Laden, du kaufst dir ein Pullover und der Pullover ist genauso, wie er dir versprochen wurde. Oder du buchst eine Reise, sie ist exakt so, wie sie versprochen wurde. Und dann gibt es noch die vierte Lieferstufe. Das ist die Lieferstufe Lieferung, also Over Delivery. Also das heißt, du lieferst mehr, als letztendlich du versprochen hast. Und schauen wir uns mal an. Beleuchten wir das mal aus verschiedenen Perspektiven. Die erste Frage ist, hey, wann hast du selber mal den Wow-Faktor erlebt? Dass du sagst, wow, das war richtig cool. Nehmen wir mal deinen tollen Urlaub. Stell dir mal vor, ja, du kannst auch die Augen zumachen. Hey, Malediven, die Villa oder der Bungalow auf dem Wasser aufstelzen. Du kommst dort an, schöne Flasche Champagner, Erdbeeren dazu. Ja, du bist mit deiner Frau oder deinem Mann unterwegs und es ist einfach nur vom Feinsten. Du kommst nach Hause nach einer Woche, nach 14 Tagen.
und sagst, das war der beste Urlaub meines Lebens. Eine Frage, wirst du das deinen Freunden erzählen, wirst du das deinen Kunden erzählen, wirst du das deinen Geschäftspartnern erzählen? Ja, natürlich. Stell dir vor, du warst bei einem Steuerberater, der hat dir geholfen, wie du wirklich effektiv als Unternehmerin, als Unternehmer Steuern sparen kannst. Wirst du das weitererzählen? Natürlich wirst du das weitererzählen. Weil der Steuerberater oder aber die Ferienanlage hat dich überzeugt, hat dir mehr geliefert, als du tatsächlich erwartet hast. Nehmen wir mal das Standardprodukt. Ja, du hast genau das bekommen, was du haben wolltest. Wirst du es erzählen? Vielleicht. Ja. Wirst du es unter Garantie weitererzählen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Also alles, was unterhalb von normal oder von geliefert wie bestellt passiert, ist einfach nichts, ist Lulu, ist nada. Im Übrigen, gerade in der Immobilienszene wird leider Gottes in der Hauptsache, und zwar in 80% der Fälle mit der Lieferstufe 2 geliefert, nämlich Lieferung mit Mängeln. Ja, es wird nicht der versprochene Kaufpreis. Also stell dir mal vor, du versprichst deinem Verkäufer 1,3 Millionen oder 700.000 oder 800.000 Kaufpreis und am Ende wird aber die Immobilie 100.000 oder 150.000 Euro geringer verkauft. Ja? Und das ist der Alltag. Das ist draußen das, was jeden Tag passiert. Ja, der Online-Marketer, der verspricht dir Leads. Was liefert er? Nichts, nur Schrott. Ja? Schrott, für den du viel Geld bezahlst am Ende des Tages. Der Steuerberater, ja, du hoffst, dass er dir erzählt und erklärt, wie du am Ende des Tages vielleicht auch Steuern sparst, wie du am Ende des Tages deine Firma konstruierst oder ein Konstrukt aufbaust. Was kriegst du am Ende des Tages? Kriegst deine Bilanz am Ende des Jahres oder deine Einnahmenüberschussrechnung von Latz geknallt und ansonsten außer Spesen nichts gewesen, viel Geld bezahlt, schöne Buchhaltung gemacht, aber keine Tipps, keine Ratschläge, keine Empfehlungen. Ja, so du als Makler, ja, lieferst ein Standard-App-Exposé beispielsweise aus einer CRM heraus. Das ist Kindergarten, das ist nichts auf Rolls-Royce-Niveau oder auf Bentley-Niveau, auf dem höchsten Niveau. Das ist nichts Handmade, keine Manufakturarbeit. Das ist Standardkram, den der Kunde an jeder Ecke bekommt. Ja, und draußen wird erzählt, ja, Immobilienverkauf ist ja gar kein Problem. Nein, aber genau dieser Delivery, dieser Over-Delivery-Effekt, dieser Wow-Faktor-Effekt, der ist es, was deine Kunden zur Begeisterung bringt. Das ist genau der Prozess, der Menschen dich empfehlen lässt im Verkauf. Ja, im Einkauf genau das Gleiche. Du versprichst dem Verkäufer eine Leistung und am Ende lieferst du Standard. Also du natürlich nicht, sondern eben viele andere da draußen. Und du kannst hingucken, wo du willst. Ja? Schau auf die Online-Marketer, schau auf die Steuerberater. Ja? Guck überall dich mal wirklich um, geh mal ganz bewusst in diesen Bereich rein und schau, wo empfängst du, wo empfindest du Dienstleistungen mit Wow-Faktor? Wo merkst du wirklich, wow, da ist einer mit so viel Liebe zum Detail dabei, dass er dir etwas liefert, wovon du mehr als begeistert bist. Also er liefert dir ein Ergebnis. Ja? Und dann gibt es da wieder andere Leute, die sagen dann, ja, am Ende des Tages zählt ja nur die Transformation. Ja? Das mag alles sein, aber die Journey, die Customer Journey, die sogenannte Reise deines Kunden, ja, wie er das empfindet, wie er das wahrnimmt, ist extrem wichtig. Und ich kann dir eine Sache definitiv versprechen. Wenn du auf das Erbringen von deiner Leistung extrem viel Wert legst, dann wirst du dir am Ende des Tages über neue Kunden und mehr Kunden und bessere Objekte am Ende niemals Gedanken machen müssen. Ja? Weil du wirst rumgereicht, deine Kunden werden zu Fahnenträgern. Jetzt können wir ganz offen sein, glaube jetzt nicht, dass ich sage, ja, nur um das Thema Empfehlung geht es. Nein, das hat ganz viele Effekte. Erstens mal, du bist 100% überzeugt, dass du, weil ja das Feedback du bekommst, dass du wirklich eine wertvolle Dienstleistung lieferst. Und die wertvolle Dienstleistung ist am Ende des Tages der Kunde, der das bewertet. Beispiel, du brauchst halt vielleicht länger zum Verkauf.
Ja, ist das gut? Je länger es dauert, umso schlechter wird es. Ja? Wir können heute alle recherchieren, wie lang eine Immobilie im Markt ist. Ist das cool, wenn man eine Immobilie für x Kaufpreis in den Markt bringt und nach 3, 4, 5 oder 6 Wochen oder 2, 3 Monaten der Preis gesenkt wird? 3-mal, 4-mal? Was denkt denn draußen der Kaufinteressent, der aktiv auf der Suche nach Immobilien ist? Was wird er denn denken, wenn der Kaufpreis 1, 2-mal gesenkt ist? Und Leute, erzählt mir nichts da draußen. Schaut bitte in die Portale rein und die Tools, die gibt es dazu. Und du wirst es live sehen, wie viele Immobilienmakler hier das Grundhandwerkszeug schon nicht verstehen. Die Objektvorbereitung, kürzlich noch gehört. Da sagt mir ein Kunde, der für einen Verkäufer ihn beim Kauf unterstützt hat, und da geht es um die Objektunterlagen, da sagt doch der Makler ganz cool, ja, die Unterlagen, die müssen sie sich besorgen. Ja, also das ist so weird, ja, so durch. Ja, das ist halt unterirdisch schlecht. Also hier geht es nicht nur um Qualität, sondern hier geht es auch um die Art und Weise, wie eine Dienstleistung da draußen abgeliefert wird. Also unterm Strich lässt sich eines ganz klar festhalten. Wenn du nicht oder wenn wir alle nicht fokussiert darauf sind, wie wir eine Leistung erbringen, und ich kann es von mir im Coaching ganz klar sagen, ob das meine Live-Calls sind, die 4-mal in der Woche statt, also mehrfach 4-mal an 4 Tagen plus Sprechstunde stattfinden, und da liefere ich immer mehr, als meine Kunden erwarten, ja. Immer. Das ist ein kleines Beispiel. Ja? Ein Exposé als Makler einfach noch besser zu machen, noch bessere Bilder, keine Standard 360-Grad-Panoramabesichtigung, sondern eben die beste, die du liefern kannst, zu liefern. Ja? Die Texte, die du schreibst, die Art und Weise, wie du Besichtigungen durchführst, deine Mitarbeiter, wie sie beim Kunden draußen rüberkommen, welches Wissen deine Mitarbeiter zur Immobilie, über die Immobilie haben. All das sind so ganz kleine Sachen, die dazu führen, dass du als absoluter Experte wahrgenommen bist. Und jetzt, klar, wenn du schon Experte bist, dann bist du natürlich schon da auf einem ganz anderen Level. Aber leider Gottes ist es so, dass 80% das eben nicht sind. Und gerade auch, wenn du zum Beispiel Quereinsteiger bist, wenn du Neueinsteiger komplett in die Branche reinkommst, dann muss dir klar sein, wie deine Leistung auszusehen hat. Wie das ist, was du wirklich deinem Kunden lieferst. Und ich kann euch eine Sache sagen, draußen, die fokussieren wir mal wieder auf diese Online-Marketing-Agenturen oder auch auf Steuerberater. Ich habe heute noch in einem Live-Call das Gespräch gehabt, da ging es eben, und woran erkenne ich denn einen guten Steuerberater? Und woran mache ich das fest? Und es ist immer wieder dasselbe. Schau dir genau an, wie diese Dienstleister die Arbeit, also ihre Dienstleistung, erbringen. Frag doch mal 2, 3 Kunden. Ja? Ich muss mich doch nicht wundern, wenn ich nachher bei einem Online-Marketer dem aufsitze, keine Leads bekomme. Wenn ich mit dem Ärger habe, ich garantiere euch da draußen, dass du bist nicht der Einzige, der mit dieser Person schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ja, ruf doch mal ein paar an. Frag doch mal nach. Ja? Getürkte Testimonials, ja, keine Echtheit von vorne bis hinten, alles nur Showprogramm. Ja, diese Burschen sind im First Level, also das heißt in der ersten, im vorderen Bereich, mal ein paar Ads aufzusetzen, also Anzeigen zu erstellen, da sind sie vielleicht alle noch ganz gut. Ja, aber wenn es dann in das Second Level, in das Third, also das dritte Level geht, wenn es darum geht, Dinge zu optimieren, zu verfeinern und zu verbessern, dann steigen sie leider alle aus. Ja? Und dann wird es am Ende des Tages nicht funktionieren. So, und das liegt daran, dass das Handwerkszeug nicht beherrscht wird. Ja? Das heißt, die haben es gar nicht unter Kontrolle, die haben das gar nicht im Griff. Ja? Die haben irgendwo ein Coaching gebucht, die haben mal 6, 8 oder 12 Wochen gelernt
bei irgendeinem Supercoach, ja, der ihnen erzählt, ey, mach Facebook-Ads für Immobilienmakler, ja, und am Ende des Tages, was kommt dabei raus? Ein Haufen Blödsinn. Und hier spielt übrigens das Wort Verantwortung eine sehr, sehr große Rolle. Was heißt denn überhaupt Verantwortung? Verantwortung heißt, ja, wenn ich etwas übernehme, dafür zu sorgen, dass ich diesen Bereich, den ich übernehme, zu einem guten Ergebnis zu führen oder weiterzuentwickle, dafür zu sorgen, dass ein Bereich in Ordnung kommt oder dass in diesem Bereich kein Schaden entsteht. Und jetzt frag mal die Immobilienmakler da draußen, wie viel Schaden denn durch Online-Marketer im Sinne von Facebook-Werbeanzeigen schon verursacht oder wie viel Geld da schon verbrannt wurde. Und im Übrigen, Verantwortung heißt ja nicht nur, einen Bereich in Ordnung zu bringen oder dass kein Schaden entsteht. Kann ich überhaupt Verantwortung auch übernehmen für etwas, was wirklich schief läuft? Ja, natürlich. Diese Burschen, diese Mädels, die wirklich keine Ahnung von Tuten und Blasen haben, haben natürlich auch die Verantwortung für die Person, wenn es wirklich nicht funktioniert hat. Aber, und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, man kann nicht die Verantwortung delegieren, auch wenn ich jetzt hier gerade so ein bisschen die Online-Leute ins Visier nehme. Man kann natürlich jetzt nicht einfach die Verantwortung von sich wegschieben, ja, und sagen, die sind alles schuld. Nein, du kannst da genau hinschauen. Deine Aufgabe, deine unternehmerische Aufgabe ist, genau hinzuschauen und genau zu prüfen, was du da machst. Weil eine Sache wird ja passieren. Wenn du eine falsche Entscheidung in deinem Leben getroffen hast, in deinem unternehmerischen Leben, dann beeinflusst das möglicherweise alle weiteren Entscheidungen. Aber du kannst auch nicht alle in einen Sack schmeißen. Ja? Das heißt, du kannst nicht hingehen, kannst sagen, da habe ich einmal eine schlechte Erfahrung gemacht oder ich war vielleicht auch nicht genau genug beim Hinschauen, beim Überprüfen. Ja, auch das ist wieder wichtig. Sammle alle Informationen, damit du eine vernünftige Entscheidung treffen kannst. Ja? Aber du musst als Unternehmerin, als Unternehmer weiter Entscheidungen treffen für die Zukunft. Also, heißt nichts anderes, genau an dem Thema Leistung, an der Erbringung der Leistung und an den Endergebnissen, da kannst du genau feststellen, ob jemand seinen Job versteht oder nicht. Daran kannst du es messen und daran kannst du es erkennen und an nichts anderem. Und das heißt, was wir brauchen als Immobilienmakler, aber auch in den allen anderen Dienstleistungsbereichen oder Produktbereichen, ist Dienstleistung mit Wow-Faktor. Mehr zu liefern, als der Kunde erwartet. Und jeder, der dir oder euch da draußen was anderes erzählt, ja, klar, Sales ist wichtig, klar, Leads sind wichtig, wir brauchen viele Kunden, ja. Wenn du aber einen Haufen Blödsinn ablieferst, ja, einen Haufen Mist ablieferst, dann wird das irgendwann auf kurz oder lang auf dich zurückfallen, auf dich zurückgreifen, ja, und du kannst dein Business, ja, ich will nicht sagen zuschließen, aber da musst du schon verdammt blind sein, dass du das permanent ignorierst und da nicht hinschaust, ja. Also, das ist zumindest meine Wahrnehmung und ich hoffe, du konntest die ein oder andere Anregung hier mitnehmen. Also, wozu ich dich und alle anderen da draußen auffordere, ist, gebt euch mit nichts anderem zufrieden als mit Champions League. Du hast die Entscheidung, Kreisklasse oder Champions League. Wow-Faktor oder Mülleimer. Mach's cool, mach's besser als der Kunde erwartet. Und in diesem Sinne wünsche ich dir und euch da draußen alles Gute, viel Erfolg bei der Umsetzung. Und wenn euch meine Folge hier gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall meinen Podcast, unseren Podcast, den Evolution Podcast. Abonniert unseren YouTube-Channel und folgt uns in Social Media, zum Beispiel Instagram und Facebook. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin.